Mein Name ist Kiel. Test, Test, jawohl. Guten Morgen, liebe Leute. Ich möchte Sie alle heute zur 19. Hohenstaufer Eiswette begrüßen. Sie haben mit einem prima Wetter den Weg hierher gefunden. Die Sonne schien eben noch. Wir hoffen, dass es trocken bleibt bis zum Ende. Aber aus Hohensdorf, Lauenburg, Lüneburg, Kiel, Berlin, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, ob schwarz-weiß oder kariert, ich möchte Sie hier alle ganz herzlich willkommen heißen. Wir wollen es heute zum 19. Male mit Hilfe unserer Wettpaten feststellen, ob die Elf Guide oder steigt. Meine Damen und Herren, die Hohensdorfer Eiswette ist so etwas wie der Neujahrsempfang der Gemeinde Hohensdorf-Elbe. Gemütlichkeit, Geselligkeit, Lachen und später auch lecker Essen und Trinken sollen im Mittelpunkt stehen. Ich wünsche Ihnen allen noch ein gutes, erfolgreiches neues Jahr 2012. Ich hoffe, Ihre Wünsche erfüllen sich und Sie können Ihre guten Wünsche, Ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen. Bleiben Sie gesund. Unsere Fachleute, die Wettpaten Fischer Panz und Schiffer Lohmann, sind am Ufer der Elbe unterwegs, um zu einem Urteil zu kommen. Galt die Elf oder steigt die Elf? Diese Frage kann man so einfach heute nicht beantworten. Sie werden gleich wieder da sein und Sie werden es sich bestimmt nicht leicht gemacht haben. Ich möchte die Zeit nutzen, Ihnen unsere Ehrengäste vorzustellen. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch kurz Danke sagen bei denen, die hier immer so mitwirken, die im Hintergrund wirken und die dafür sorgen, dass Sie mich hören können. Das ist der TUS und Michael Kruse mit der Anlage, die Jugendfeuerwehr hinter mir, die immer bereit ist, für sowas mitzumachen, die auch hier für den Strom sorgt. Und das ist der Punschstand von unserem Rüdiger, damit wir unten nicht verfrieren oder verdursten. Die Ehrengäste, meine Damen und Herren, in seinen Augen schlafmützigen Parteifreunde. Er liebt es dort oben, sich vor dem Hohensdorfer Schild hinzusetzen und sich fotografieren zu lassen. Unser Ehrenbürgermeister Jens Kaiders. Da ist er. Unser Landrat Manfred Nahrstedt ist auch mal wieder in die Elbe gekommen, um zu schauen, was sein Außenposten hier so macht. Er möchte so sehen, wie die Brücke über die Elbe aussieht. Er möchte nämlich selbst eine bei Naudarchau bauen. Oder auch nicht, aber vielleicht doch. Das entscheidet der Bürger. Das entscheidet der Bürger. Heißen Sie mit mir ganz herzlich willkommen unseren Landrat Manfred Nahrstedt. Morgen. Herr Nahrstedt, als unser Landkreisvater, hat natürlich die Möglichkeit, hier ein Grußwort zu sprechen. Herr Nahrstedt, Sie haben das Wort. Oh ja. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich zunächst einmal für die Einladung. Wünsche Ihnen uns allen ein gutes Jahr 2012. Bin ganz gespannt jetzt mal gleich auf die Eiswette. Eins, da bin ich ganz ehrlich, die Schlittschuhe habe ich im Auto gelassen, aber das soll ja nichts heißen. Manchmal ist das Eis ja nicht dick genug zum Schlittschuh tragen. Meine Damen und Herren, ich habe und bin ganz gespannt auf den Ehrengast heute Nachmittag und wünsche uns dabei viel Spaß und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Manfred Nahrstedt. Ich würde gerne Ihre Gedanken lesen können, denn hier steht ein ehemaliger Mitarbeiter von Ihnen. Ebenfalls als Ehrengast. Ich weiß jetzt, was Herr Nahrstedt denkt. Guter Mann, habe ich ausgebildet. Ich möchte ganz herzlich unseren Samtgemeindebürgermeister Lars Gerstenkorn begrüßen. Von gegenüber begrüße ich den neuen Bürgermeister der Stadt Lauenburg, Andreas Thiele. Komm mal nach vorne. Herr Thiele und ich haben eine gemeinsame Gesetzesänderung angestoßen. Wir wollen jetzt eine Mindestgröße für Bürgermeister einführen. Trotz des Tempolimits hat er es geschafft, hier rüber zu kommen. Auch er möchte den wunderschönen Blick von unserem Hohensdorf auf seinen Lauenburg genießen. Sieht schön aus, dein Lauenburg. Wunderschön. Aber ich kann Ihnen verraten, von seinem Amtszimmer im Schloss hat man auch einen wunderschönen Blick auf Hohensdorf. Und wenn der Sommer kommt und die Elbe wieder auftaut und Niedrigwasser führt, dann kannst du auch die Insel sehen, die da im Strom auftaucht und schwuppdiwupp kannst du auch die Niedersachsenfahne sehen, die da drauf weht. Spaß beiseite, ich wünsche dir für deine Amtszeit als Lauenburger Bürgermeister viel, viel Erfolg. Ebenfalls aus der wunderschönen, aber doch so klammen Schifferstadt
ist der Bürgervorsteher der Lauenburgerinnen und Lauenburger zu uns herübergekommen. Wo ist er? Andreas Lujek, bitteschön, herzlich willkommen. An euch beide nach wie vor unser dauerhaft stehendes Angebot. Alles, was man von hier sehen kann, das würden wir kaufen und nach Niedersachsen und Hohnsdorf eingliedern. Das Schloss würden wir euch dann auch als Verwaltungssitz zurückvermieten. Aber Lauenburg hat nicht nur einen Bürgermeister und einen Bürgervorsteher. Nein, Lauenburg hat auch einen Bundestagsabgeordneten. Böse Zungen behaupten, in Berlin wüssten sie mittlerweile besser, wo Lauenburg liegt, als in Kiel. Aber das sind wohl nur Gerüchte. Es ist einer, der sich für die Bundeswasserstraße, für die Elbe einsetzt, dass sie nicht herabgestuft wird, der die Bedeutung des Elbe-Lübeck-Kanals als Verbindung zur Ostsee erkennt. Ein Lauenburger in Berlin, Norbert Brackmann. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen geht auch an unsere Landtagsabgeordnete, Frau Karin Bertholde-Sandrock. Was für Herrn Brackmann, der Elbe-Lübeck-Kanal ist für Sie der Elbe-Seitenkanal. Und vielleicht setzen Sie nachher einmal zusammen, denn alles, was auf dem Wasserwege transportiert werden könnte, muss nicht auf dem LKW durch Lauenburg und Hohnsdorf. Sie finden immer wieder den Weg zu uns an die Elbe, dafür ein dickes Dankeschön. Dann hat noch jemand den Weg aus Lüneburg nach Hohnsdorf gefunden. Aus seinem Haus verlässt jeden Morgen eine Menge Ware, geht eine Menge Ware Richtung Hohnsdorf und er wollte einfach mal schauen, wie das hier so aussieht. Wer Ware aus seinem Haus beziehen möchte, sollte lesen und schreiben können. Es sind nur ein paar Bilder drin, aber nicht so viele. Unser Fischer schlägt immer den Fisch darin ein und die Generation vor uns kannte noch ganz andere Verwendungen für Zeitungspapier. Leute wie er findet alles interessant, worüber eigentlich Gras wachsen sollte. Er ist wie ein kleiner Junge, wirft immer noch einen Stein hinterher. Aus der Redaktion der Lüneburger Landeszeitung, Malte Lühr ohne S. Herzlich willkommen. Vielen Dank und moin. Freut ihr euch?